So, wir führen jetzt mal einen vollständigen Induktionsbeweis, und zwar über eine Sache, die uns eigentlich ganz natürlich erscheint, die man aber letztlich auch erstmal beweisen muss. Und zwar beweisen wir folgenden Satz. Für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt 1 plus n ist der Nachfolger von n, bezeichnet als Sigma von n. Also, wenn man 1 plus n rechnet, erhält man gerade die Nachfolgerzahl von n in natürlichen Zahlen. Beispiel 1 plus 5 ergibt 6 und 6 ist der Nachfolger von 5. So, das erscheint einem relativ trivial, ne? Aber wir haben ja die Addition gerade erst formal definiert und deswegen muss man sich solche Trivialitäten oder Dinge, die einem trivial erscheinen, auch erstmal beweisen. Anschließend ist man sich sicher, dass es stimmt und dann kann man es verwenden. Ne? Das wollen wir dann bezeichnen hier als 1 ad L. Ne? Diesen Satz wollen wir bezeichnen als 1 ad L, 1 Addition links dran oder so, ne? Also die 1 wird links dran addiert, was erhält man? Den Nachfolger von n. So, jetzt beweisen wir das mit vollständiger Induktion. Vollständige Induktion bedeutet, nochmal zur Erinnerung, wir beweisen es erstmal für die kleinste natürliche Zahl, also für die 0. Und dann beweisen wir eine Implikation. Wenn diese Aussage für n gilt oder für eine natürliche Zahl, dann gilt sie auch für deren Nachfolger. So, wir beginnen aber erstmal mit dem Induktionsanfang, n gleich 0. Schreib es mal hin. Induktionsanfang so. Und da ist n gleich 0. Also, was müssen wir zeigen? Letztlich müssen wir zeigen, 1 plus 0, so 1 plus 0 gleich Sigma von 0. Also fangen wir links an. 1 plus 0. 1 plus 0, das wissen wir aus dem Axiom ad 1. Ne, so haben wir die Addition definiert. Eine natürliche Zahl plus 0 ist gleich die natürliche Zahl. Also da wissen wir, das ist gleich 1. Außerdem hatten wir uns die 1 definiert als Sigma von 0. Also schreiben wir hier vielleicht hin, okay, warte mal, das war hier ad 1 haben wir hier verwendet, ne? Ad 1. Und außerdem wissen wir, die 1 ist gleich Sigma von 0. So hatten wir uns die 1 definiert. Ja, und jetzt steht genau das da, was wir haben wollten, 1 plus 0 ist gleich Sigma von 0. Wir haben verwendet die Definition der Addition und die Definition der 1 und sind so von links nach rechts gekommen. Okay, jetzt kommt der Induktionsschritt. Induktionsanfang ist meistens einfach, ne? Induktionsschritt ist ein bisschen komplizierter, aber mit ein bisschen Übung ist das auch kein Problem. Induktionsschritt. Was passiert da? Da schließen wir von n gleich k auf n gleich Sigma von k. Ich schreibe es mal explizit hin. Wir schließen von n gleich k auf n gleich Sigma von k. Okay. Also wir gehen davon aus, es gilt für eine natürliche Zahl k und zeigen, wenn es für k gilt, dann gilt es auch für Sigma von k. Also wir haben eine Annahme, es gilt für k und aus dieser Annahme folgern wir, es gilt auch für Sigma von k. Die Induktionsannahme ist also, die Aussage gilt für n gleich k.
Das heißt jetzt, wir nehmen die Aussage, das, was zu beweisen ist, und wir sagen ja, das gilt für k, also müssen wir jedes n durch k ersetzen. Oft passieren hier Fehler, weil alle möglichen anderen Buchstaben durch k ersetzt werden oder ein n vergessen wird zu ersetzen. Sie müssen einfach jedes n durch k ersetzen. Also 1 plus k ist gleich Sigma von k. Das ist unsere Induktionsannahme. Davon gehen wir aus und jetzt zeigen wir, dass die Aussage dann auch für Sigma von k gilt. Also für n gleich Sigma von k. Das ist zu zeigen. Wir zeigen, zu zeigen. Und jetzt nehme ich genau diese Aussage hier oben und setze für n, für jedes n setze ich Sigma von k ein. So 1 plus Sigma von k ist gleich Sigma von n und für n setze ich Sigma von k ein. Und das ist eigentlich relativ schematisch. Für die Induktionsannahme setze ich für jedes n k ein. Also für das, was zu zeigen ist im Induktionsschritt, setze ich für jedes n Sigma von k ein. Ja, und jetzt müssen wir diese Gleichheit zeigen. Also wir beginnen wieder auf einer Seite und formen so lange um mit Gleichheiten, dass wir rechts rauskommen. Also wir beginnen hier mit 1 plus Sigma von k. Ist gleich, jetzt müssen wir so lange umformen, ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich, bis wir hier unten rauskommen bei Sigma von k. Und auch hier können wir theoretisch von vorne und von hinten losgehen, bis wir uns in der Mitte treffen. Das kann manchmal sinnvoll sein. Gut, jetzt müssen wir gucken, ja, die Dinge, die jetzt hier dastehen, haben wir irgendwas, was wir anwenden können? Irgendwelche Definitionsteile, irgendwelche Sätze, die wir bereits bewiesen haben. Und wir wissen beispielsweise aus der Additionsdefinition, dass 1 plus der Nachfolger von einer Zahl gleich der Nachfolger von 1 plus der Zahl ist. Das ist gleich Sigma von 1 plus k. Das wissen wir aus der Definition der Addition und haben das da Add2 genannt. Ja, wir begründen jetzt mal wirklich jeden einzelnen Schritt, weil diese Beweise natürlich dazu verleiten, Dinge zu verwenden, die man weiß, einfach aus dem natürlichen Umgang mit den natürlichen Zahlen. Aber man vergisst, dass das, was man da verwendet, aus dem, was man aus der Grundschule kennt und so, ne, dass man das ja auch erstmal beweisen muss, fachwissenschaftlich. So. Gut. Jetzt haben wir hier Sigma von 1 plus k stehen. Und vielleicht ein Tipp. Wenn man eine Induktion durchführt, dann sollte man im Induktionsschritt irgendwo auch mal die Induktionsannahme verwenden. Ansonsten müssten wir die ja gar nicht treffen. Wir folgern ja aus der Induktionsannahme, dass es für n gleich k gilt, dass es dann auch für n gleich Sigma von k gilt. Also wir können, und wir verwenden hier die Annahme, es gilt für n gleich k. Die Induktionsannahme, ich markiere sie mal hier, die sollten wir auch verwenden. Das heißt, einer der ersten Ziele in den Umformungen ist, einen Ausdruck zu erhalten, in den man dann die Induktionsannahme einsetzen kann. Und wir haben jetzt hier durch die Umformung, dadurch, dass wir Sigma nach draußen gezogen haben mit der Definition der Addition, erreicht, dass hier innen drin 1 plus k steht. Und nach der Induktionsannahme wissen wir ja, dass 1 plus k gleich Sigma von k ist. Also können wir hier sagen, ist gleich Sigma von k. Nach der Induktionsannahme. Und dann stellt man fest, huch, ja, da sind wir ja schon fertig. Sieht ja genauso aus wie da, wo wir hinwollen, ne? Generell ist jetzt in diesem Kontext einer der Tricks, dass man bei diesem Ausdruck ja hier ein Sigma von k stehen hat und man
mit der Definition der Addition dieses Sigma derart an eine andere Stelle bringen kann, sodass etwas übrig bleibt, für das man die Induktionsannahme einsetzen kann. Das kann man dann hier machen und dann muss man vielleicht noch ein bisschen umformen. In dem Fall sind wir schon fertig, aber oft muss man dann noch ein bisschen umformen, bis man auf der rechten Seite der Gleichung rauskommt. So, jetzt haben wir es gezeigt für n gleich 0 und wir haben gezeigt, wenn es für n gleich k gilt, dann gilt es auch für den Nachfolger von n, also für Sigma von k. Das heißt, es gilt für 0. Wenn es für 0 gilt, gilt es auch für 1. Wenn es für 1 gilt, gilt es auch für 2. Wenn es für 2 gilt, gilt es auch für 3 und so weiter und so weiter. Vollständige Induktion, es gilt für alle natürlichen Zahlen.